Für den heutigen Zaubertrick möchte ich bitte einmal, dass du irgendwo Stopp sagst. Stopp. Okay, an genau dieser Stelle. Dann merkst du dir die Karte bitte einmal. Hast du? Mhm. Okay. Dann darf sie jetzt wieder hier erstmal irgendwo zurück in den Stapel kommen. Und wir machen gleich einmal ein Lügendetektor-Experiment. Das heißt, ich werde jetzt eine Hälfte mal vom Spiel abheben und bei jeder Karte, die ich dir gleich zeigen werde, also insgesamt 3 Karten, bei jeder dieser Karten sagst du bitte, das ist nicht deine Karte, okay? Mhm. Also? Das ist nicht meine Karte. Nee, glaube ich auch nicht, dass das deine Karte ist. Dann die nächste Karte. Das ist nicht meine Karte. Kreuz 5. Glaube ich auch nicht, dass das deine Karte ist. Und dann die nächste Karte. Das ist nicht meine Karte. Karo 6, schwierig. Aber glaube ich auch nicht, dass das deine Karte ist. Also wir haben jetzt hier ja 3 Karten zu liegen. Aber ich glaube, bei der zweiten Karte, da habe ich dich einmal beim Lügen erwischt. Ist das richtig? Mhm. Das heißt, die zweite Karte, die Kreuz 5, war deine Karte. Mhm. Aber wenn wir jetzt mal gucken und dich einmal über der mittleren Karte schnipse, dann sehen wir, dass hier plötzlich das Big Ass liegt. Und keine Spur mehr von deiner Kreuz 5 ist, denn die liegt schon längst ganz oben auf dem Kartenspiel. Wenn du jetzt einmal guckst, ist das aber eigentlich nicht die Kreuz 5, sondern wenn ich einmal mit meiner Hand da drüber gehe, dann haben wir hier das Kreuz Ass. Das war der Kartentrick. Ich hoffe, er hat dir gefallen. Bis zum nächsten Mal, dein Magic Erik. Ciao.